Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, aus der schon coolen Community. Ich bin Andreas und ich begrüße euch zu meinem nächsten World of Warcraft Guide. Ja, Impuls dafür ist unter anderem ein Satz, der mich wirklich die letzten Tage zum Nachdenken brachte. Er hat quasi fast schon spirituelle Folgen hinterlassen, denn Exitus sagte zum Beispiel in unserem letzten Goldcast: Okay, ich brauche kleine Eier dafür. So. Und da dachte ich, Mensch, da kann man doch etwas draus machen. Hintergrund zu dem Thema kleine Eier, ihr Lieben, ist folgendes. Ich habe vor 1,5 Jahren schon mal ein Video gemacht. Da war unsere Community wesentlich kleiner, viel, viel kleiner als heute. Da hatte ich auch noch nicht diesen wunderbaren, schon coolen Goldguide, dieses Blog, den Leitfaden, den ich hier fortsetze und fortschreibe für euch, der jetzt dynamisch wächst. Dort hatte ich nämlich unten, aktuell ist sie auf Seite 16, in dem Goldguide Nummer 89, den ich verlinkt hatte, hatte ich ein bisschen etwas geschildert zu dem Thema antizyklisches Investieren. Einerseits in den schnellen Blumenstrauß, andererseits in das kleine Ei. Die beiden Sachen haben erstmal so gar nichts miteinander zu tun, aber ich habe ein bisschen die Methode und Strategie dahinter erläutert. Was das Thema kleines Ei angeht, unabhängig von Exitus wirklich bedeutungsvolle Aussage, haben wir nun das kommende Osterfest. Da geht es ja irgendwie um die Eier. Der Gag ist jetzt aber, dass wir das kleine Ei im Grunde nach nicht für das Osterfest brauchen und damit schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema antizyklisch, sondern ich möchte, dass ihr ihn nutzt, um jetzt schon mal ein bisschen Vorräte anzusammeln, falls ihr denn möchtet, für die Lebkuchen. Alternativ farmt man jetzt das kleine Ei, selbstverständlich eher im Auktionshaus. Ich bin in den letzten Tagen und Wochen aber trotzdem das kleine Ei zwischen 4 bis 9 Gold regelmäßig losgeworden. Das liegt daran, dass viele unter euch die Classic tatsächlich noch skillen möchten. Und zwar klassische Kochkunst kommen erstmal an dem Ei auch gar nicht so vorbei. An dem Ei vorbei, super Andreas. Ne, das kräutergebackene Ei zum Beispiel ist eines dieser wunderbaren Geschichten. Und im Übrigen habe ich hier vergessen, hier den Schokoladenkuchen und den Winterhauch Eierflip. Es gibt also schon eine sinnvolle Verwendung für das Ei. Und ihr erinnert euch, dass ich ja auch sämtliche Instant Respawn Farm Spots zeige und katalogisiere für euch. Ne? Da sind jetzt schon eine ganze Menge zusammengekommen, hier in meinem Dokument. Und an dieser Stelle zeige ich euch jetzt zwei Spots nochmal. Die sind wirklich ausschließlich für das kleine Ei. BOE-Loot ist hier fast wertlos. Da kommt nichts zustande, auch nicht an Trash. Dem Grunde nach gibt es einige Farmspots. In Westfall gibt es sogar noch einen zweiten. Ich habe jetzt aber festgestellt, für mich nach wie vor ist der beste der AFK-Farmspot in Westfall. Da stellt ihr euch einfach nur an einer Stelle hin. Das zeige ich ganz kurz. Und in Lochmodern seid ihr ein bisschen mehr unterwegs. Dann müsst ihr mobiler sein. Das ist nur ein Farm für das kleine Ei. Er hat aber die Überschrift Instant Respawn. Ihr kriegt die Mechanik dort getriggert. Ihr bekommt das sozusagen angestoßen jedes Mal und damit nehme ich ihn auf. Und der Instant Respawn, aber ganz klar, das ist dem Grunde nach ein im Vergleich komplett wertloser Farm. Er dient nur dazu, dass ihr euch in relativ kurzer Zeit mit vielen kleinen Eiern eindecken könnt, ihr Lieben. Wie sieht die Geschichte denn nun aus? Nehmen wir erstmal Lochmodan. Ich habe mir ein Makro gebaut. Was ihr haben wollt, ist ein Makro für den Lochbussard. Den schieße ich um. Und ihr habt die Schatteneinstellung auf gut. Dann seht ihr nämlich, dass die hier über euch auch fliegen. Das heißt, ihr bekommt die wegfliegenden Lochbussarde wie hier. Boink. Ebenfalls getaggt und farmt die ab. So. Jetzt fliege ich mal ein bisschen weiter hier runter. Und man sieht hier schon, ja, an diesen Schatten, an den Schatten, dass sie dort rumfliegen über euren Köpfen. Und wenn ich mich jetzt gleich auf den Rückweg begebe, hier ist nochmal einer, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer, über mir ist einer, über mir ist einer. Also das geht relativ fix, ne? Deswegen habe ich das auch innerhalb von 5 bis 20 Minuten Farmroutine. Mehr Zeit müsst ihr hier nicht verbringen. Hier seht ihr schon, kleines Ei. Zweimal gedroppt, nochmal kleines Ei. Die haben keine hundertprozentige Drop-Chance, ich müsste jetzt nachgucken, aber gefühlt 50 bis 60% oder was haben die auf jeden Fall. Also es kommt ein bisschen was zustande. Das Schöne ist, ich habe jetzt hier noch den Kirschner dabei, das heißt, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, kleines Leder zu farmen, nehmt ihr hier an der Stelle noch die Krokus mit. So. Kleines Leder ist jetzt auch wieder so eine Dickel-Dackel-Geschichte. Nichtsdestotrotz ist das auch etwas, was ich stackweise, üblicherweise 50 bis 100 bis 200 nebenbei reinstelle und verkaufe, ist kleines Gold, Leute.
Und bitte seid nicht irritiert, auch wenn man hier mit 6 Millionen irgendwas rumgammelt. Ich freue mich über jedes kleine Goldstück, ja. Ich erfreue mich auch an diesen kleinen Geschichten. Es gibt ja von kleinen Handwerksmaterialien und kleineren Elementen eine ganze Menge, die ich verkaufe. Auch Low-Level-Transmog. Leute, das läppert sich, ja. Glaub bitte nicht, dass ein großes Goldvermögen zustande kommt, weil man nur große High-Ticket-Items verkauft, so nennt man sie ja, sondern es ist die Summe von ganz, 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 ganz vielen kleinen Geschichten. Was den Loot angeht, das möchte ich euch zeigen, das hatte ich zum Teil aus Westfall. Guckt euch die regionalen Preise an, ist für mich nicht erwähnenswert. Jetzt habt ihr eine Zauberbinderrose, die zwar potenziell 3700 Gold Regionalwert hat, Leute. Das ist für mich Daddelkram. Die Brandlederweste ist noch ganz nett, die ist übrigens in Westfall gedroppt, die ist hier nicht gedroppt. Hier haben wir noch den Zauberstab und hier die Schneideklinge. Bei diesem Preis bitte nach wie vor vorsichtig sein. Hierfür zahlt euch niemand 20.000 Gold, vergesst es. Deswegen sage ich eindeutig, das macht ihr bitte nur um 5 bis 15 Minuten, farmt ihr die kleinen Eier, wenn ihr sie braucht, nur für das Winterhochfest. Habt immer ein paar ruhig im Portfolio, habt ein paar im Auktionshaus, es spricht nichts dagegen. Kenne die Möglichkeiten. So, jetzt zeige ich euch hier nochmal ganz kurz den AFK-Farm-Spot. Ich habe hier vorhin immer in die kupferne Kettenweste gelootet. Und die Waldenstiefel des Feuersturms. Super. Ja, wertloser Daddelkram. Es ist dafür nicht gemacht, Leute. Ja, das ist kein wertvoller Farm, aber er trägt die Instant-Respawn-Mechanik. Hier haben wir die großen Fleischreißer. Die habe ich hier mir jeweils auch mit einem Makro belegt. Wir haben hier einmal einen Spot, hier, hier und hier vorne. Falls ihr, wie hier jetzt feststellt, die spawnen nicht, doch sie spawnen doch wieder. Zwischendurch ganz kurz looten. Sie kommen definitiv wieder. So, da ist jetzt einer hier. Das ist jetzt der fünfte, ne? Bam, 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 bam. Hier, hier und hier. Das sind im Prinzip die Spots. Das heißt, ihr habt derer 5, die nach und nach spawnen. Gut, das kann ich mir überlegen, ist es jetzt ein Instant? Ihr habt eine ganz kleine Verzögerung, ja, sind manchmal 1 bis 3 Sekunden. Wir können das auch fast respawn, ja, vielleicht benenne ich das um. Aber ihr habt letztendlich eine Respawn-Rate, darum geht's. Die wird getriggert an der Stelle. So, hier zack, easy peasy. Mechanik ist klar, ne? Ich bin hier in Westfall. Ich habe das natürlich auch in meinem Dokument eingezeichnet. Es gibt übrigens hier noch einen Farmspot, das ist bei dem Todesacker. Da habt ihr ein paar von diesen kleinen Erntegolems und ihr habt auch ein paar dieser Fleischreißer. Da muss man aber viel mehr hin und her fliegen, finde ich viel anstrengender. Hier stellt euch einfach an Ort und Stelle. Schattenzauberstab, ja. Guckt euch das an, Leute, ne? Das ist wertloser Loot. Also an der Stelle, diesen Low-Level-Bereichen, 10 bis Level 60 hier in Westfall, habe ich festgestellt, das kann man alles abhaken. Da kommt nicht viel bei rum, aber die Farmmechanik ist erklärt. Das kleine Ei bekommt ihr hier und ich will unter 10 Minuten bleiben. Aus Prinzip, ja, damit es nicht heißt, Andreas zieht das künstlich in die Länge. Damit habt ihr diejenigen unter euch, die vor 1,5 Jahren diesen Spot jetzt noch nicht kennengelernt haben, können ihn hier bitte nutzen. Das sind die beiden nur zielgerichtet für die kleinen Eier. Ja, dann ist Exitus auch zufrieden mit euch. Ja, falls wieder Zitat Exitus, ja. Manche Spieler haben folgendes Problem. Das ist die Problemlösung. Das ist eine Instant-Respawn-Mechanik. Ich habe hier beide Farmgebiete jeweils ganz kurz eingezeichnet auf der Karte. Hier gesagt, Loot ist irrelevant, es geht nur um das kleine Ei, ne? In diesem Sinne hier auch kein Etikettenschwindel, sondern ganz klar, ihr nutzt nur die Mechanik für diese Geschichten. Und es passt jetzt irgendwie zu Ostern. Ihr könnt jetzt zu Ostern für das Weihnachtsfest sozusagen schon mal vorfarmen in der WoW. Denn, was haben wir denn hier? Ihr seht, hier ist das Nobelgartenfest. Da beginnt erst das Osterfest. Und Dezember wollen wir das Winterhochfest. Beginnt hier, ja. Also ihr könnt jetzt schon anfangen, für den 16. September zu farmen, ihr Lieben. Diesen Goldguide bekommt ihr natürlich in unserer Schonkult-Community verlinkt als PDF und unserem Projektekanal. Link zu unserem Discord ist wieder in der Videobeschreibung. So, und damit bin ich schon durch. Ich wünsche euch tolle Ostertage. Zu Ostern kommt auch die zweite Folge des Goldcasts mit Exitus und Andreas. Seid gespannt. Wir sind gespannt auf eure Resonanz, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann. Schöne Feiertage wünsche ich euch und tschüss.